Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf unserer bescheidenen Insel hier in der Karibik. Heute machen wir einen kleinen Ausflug in den Wald und hoffen, dass wir ein paar Bienen begegnen. Halten Sie Ihr Insektenschutzmittel bereit. Ach ja, der Mokotoka ist auch dabei. Ein Idiot. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Ja. Ich versuche gerade ein Binding zu machen und weiß nicht, wie es geht. Keine Ahnung, so. Ach, ich benutze einfach Bone. Bone habe ich auch bestimmt noch hier, oder? Ich weiß nicht, steigt da nicht so richtig durch mit den Bienen. Wenn da jemand was weiß und gerade zuguckt oder bei mir oder im Lutoka zuguckt, schreibt es in die Kommentare. Hilft uns weiter, wir können es gebrauchen. Oh, das ist knapp. Hoffentlich baut der nicht die Hecke mit ab. Hey, du bist ja ein fetter Reimemaster. Oh, das war ein Reim. Oh, das ist knapp. Hoffentlich baut er die Hecke nicht mit ab. Was ist das für ein Alpha-Baum gewesen? Hammerteil. Der ist bis an meine Hecke gekommen, ey. Ja, aber richtig fett. Ey, krasser Scheiß. Ach, richtig fett, Alter, Mann. Das glaubst du nicht, ey. Fuck. So, Stahl-Pickaxe. Mining Level Diamond. Wieso nur Diamond? Diamonds are Nutokas best friends. Aber ich hab gedacht, mit Stahl könnte man auch, Schon wieder. Du sollst dich nicht mit der Hecke verbinden. Ah, da jetzt. Sonst baut er eventuell die Hecke mit ab. Stahlpick. Ah, Mann. Ich hab da unten eine Werkzeugkiste, da mach ich da mal die Pickaxe rein, die nix werden. Aber wenn man eine Pickaxe braucht, im Keller sind noch welche. Hä? Was ist los? Ich weiß es noch nicht. Ich das sag ist dir nicht gleich gut. Bescheid. Hä? Was Gutes? Was Seltsames. Ja, okay. Ich hatte nur einen Artificial Hive bei mir. Der Artificial Hive hat sich gerade in einen Forest Hive verwandelt. Ja, es war super. Dann hat doch geklappt. Ja? Und wann kommen da jetzt die Bienen? Wo bist du denn? Ach, ich komm mal gucken. Ein Forest Hive hätte ich die ganze Zeit schon gehabt. Hatte ich mehrere. Ja, aber ist doch egal. Der ist jetzt ein Forest Hive, aber ist nichts drin. Da holen wir deinen Scoop. Ja. Hast du ihn dabei? Ja. Mach mal Rechtsklick da drauf. Passiert nichts. Und dann baust du mal ab mit dem Scoop. Mit links. Baust ab. Bean! Da. Bean! Und damit kannst du jetzt quasi einen neuen machen, beziehungsweise auch ein Apiary, das ist ein großer industrieller Bienenstock, sage ich einfach mal. Hier hinten auch. Und dabei ist es gar kein Forest-Biom gewesen hier. Hast du da noch eins? Das ja. Gut. Ja, ich habe ja... Dann kann ich da ja direkt die Forest-Bioms hinstellen. Und dann muss ich nur warten, oder was? Hm. Ja, ich habe jetzt 2 Forest-Drone und 2 Forest-Princess. Einen für den Noble Stock und einen für den Pristine Stock. Ah, jetzt hab ich Blut geleckt. Und jetzt kann ich, jetzt musst du mir helfen. Grandios. Ich habe ja auch noch Meadow Hive, aber ich weiß nicht, wofür die sind. Ja, das sind diese Hives, die man. Stell die mal auf Plains irgendwo auf. Einfach so? Einfach auf einem Plain. Biom. Okay. Wo passiert denn da irgendwas mit Spawning oder sowas? Steht da was? Glaub nicht. Aber die sind auch weg, wenn ich die dann wieder einsammle. Wie, wenn du die aber wieder einsammelst? Bei dem anderen Forest Hive, den ich da hingestellt habe, den haben wir ja durch eine Belohnung bekommen. Da stand auch nichts. Dann habe ich den jetzt eben gerade abgebaut und dann waren da Bienen drin. Naja, das ist ja immer so. Gut, ich lasse den einen Meadow Hive da jetzt stehen. Genau, wenn nämlich, ich glaube, in der Nähe von anderen, also von Hives, die schon besetzt sind, können neue Hives entstehen, zufällig. Hm. Mhm. Das ist ja interessant. Mhm. Dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen Samen ernten. Alter, der Hochofen ist auf 2000 Grad. Boah. Boah, ey.
Das dauert schon ein bisschen, bis das ganze Zeug fertig ist. Dauert schon ein bisschen, ne? Dauert. Dauert halt, ne? Klick, 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 klick. Klick, klick, klick. Hör auf zu klicken. Geht nicht anders. Hör auf zu klicken. Weil sonst frisst er die Samen. Das sind essbare Samen. Und wenn ich da festhalte, dann isst er die, der Sack. Hast du diese Forest-Dinger jetzt komplett abgebaut, das Forest-Hive? Ja. Ah, beide? Ja. Ah, okay. Das war jetzt nicht so clever. Nee. Ich frag mich gerade, wo der Rest ist. Ich hatte doch 10 Stück davon. Also, ich habe meine unten in die Bienenkiste gemacht. Ja, ich glaube, ja. Weil ich hatte 5 Stück. Ah, ja. Das würde auch erklären, warum du... Ah, da hatte ich einen Golden Bag of Holding. Honey Chump habe ich jetzt auch. Hm, lecker. Dann stelle ich nochmal wieder 2 auf, ne? Ja, aber wenn es geht, dann in verschiedenen Hives. Biomen, sorry. Wir haben nur ein Forest Biome, glaube ich. Ja, was mit Plains? Achso, du hast nur Forest. Ich habe noch Meadow. Ja, Meadow kannst du in Plains aufstellen. Ja. Okay. Und Forest? Ja, normalerweise ja. Müssen da Blumen in der Nähe sein oder ist das egal? Bei Meadows ja. Na, jetzt habe ich da keine Blumen, aber ich habe ja noch welche im Inventar, wenn ich mich recht entsinne. Es regnet. Golden Bag of Holding. You know what es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Oh, wir bekommen Besuch. Echt? Wo? Jo. Wo sind sie? Wo sind sie? Kinsey's Dark Side. Na gut, lassen wir das. Ich hab Bienen. Hallo, Bedienung. Ja, du bist ja hier der Smoothie-Bediener. Ja, ich komme mal mit. Ja, bitte. Gib nur Smoothies. Das zack ich, pronto. Stehen schon auf dem... Wie heißt Tisch. Der? Glacial Penetrator? Nee, Precipe. Ja. Ja, genau. Du bist der Smoothie-Mann. Warte mal, ich kann ja noch mal gucken, was habe ich denn zu essen? Ja, hier, ich gebe den ein paar Kerne Sunflower Seed. Grad was dabei. Ich gehe mal noch ein paar Bananen holen, dann machen wir noch ein paar Smoothies. Oh, es regnet! Ihr Sonnenblumenkerl. Oh, danke, danke, lieber Kinsey. Ja, muss ich jetzt echt noch hier ein paar Bananen abfarmen. Hä? Ach so, es war ein Lag. Jo, du leckst mir am Arsch. Ja, komm, trau dich. Ey, hier wird niemand geschlagen, ne? Oh, was ist los? So. Hier sind Smoothies. Nee, wegen der Bilder. Weißt du, welche Bilder? Ist ja wieder ein anderes Texture Pack bei denen. Mal sehen, was die hier sehen, ne? In unserem Restaurant. Oh, hallo Wolfram. Basics? Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich bewerf Schneckfall mit Schneebällen. Ich habe einen Schneeball gefunden. Wo kommt der denn auf einmal her? Den habe ich, glaube ich, gedroppt. Achso. Hier, guckst du? Puh. Gut, ich wollte ja... Barrel mit Wasser wird zu Witch Water. Ich guck mal, ob da hinten nicht auch ein Forest Biome ist. Also hier ist Plains. Plains, River, Plains,
Und naja, das ist aber unser Bauernhof hier. Selbst wenn da Forest sein sollte. Hier ist überall River. Plains. Desert. Wir haben sogar Desert. Open. Hm? Nö. Nö. Ah, vielleicht ja. Das ist Dschungel da hinten, genau. Hui! Oh, was war das? Achso. Plains. Was passiert hier? Achso, du bist durch die Dinger gegangen. Ja, ja, ja. River. Sag mal, Forest ist echt ein bisschen rar. Ich glaube, ich baue da hinten noch eine Flattform. Eine Flattform. Einfach ein Barrel neben Mycelio. Weil da Forest ist. Setzen da Wasser. Warum spawnen da Monster? Warten, bis es Witch Water wird und dann Sand. Nein, es rein. Ist passiert. Dann? Dieser blöde Harvester. Nein. Ich hasse ihn. Warum? Was hat er schon wieder gemacht? Weil einer der Bäume, wahrscheinlich wieder ein Alpha-Baum, User sich mit der Hecke verbunden hat. Ah, also ich kann Brainy leider nicht mit reinziehen. Ich kann nur mich verschieben. Okay, komisch. Muss er selber kommen? Nee, kann er nicht. Wegen Minecraft abstürzen und... Ah, okay. Warte, das ist natürlich kacke, jetzt ist er alleine. Ja, ich beeil mich. Ich bin gerade nur Sand holen. Warte, also ich erlöse ihn von seinem Leid. Ja. Folgendes, du setzt halt ein, du brauchst ja erst diese Ancient Spores, damit bekommst du dieses Mycelium da unten, dieses lilane Zeug. Ja, wenn aber wie mache ich das denn? Du musst einfach die Ancient Spore auf einen Erdblock setzen. Ach, Erdblock? Ich dachte Sand. Ach so, okay. Mhm. Nee, Erdblock. So, und dann wachsen darauf Pilze, aber das ist eigentlich ganz egal, sondern du musst einfach nur neben das Mycelium ein Barrel setzen und da Wasser reinmachen. Dann wird das Wasser umgewandelt in Witchwater und wenn ich jetzt da... Ich mache hier in das rechte gerade einen Sandblock. Ja. So, wird's Soul Sand. Jetzt ist wieder Wasser drin. Das ist halt alles automatisiert bei uns. Muss man halt manuell machen. Und jetzt wird das umgewandelt wieder in Witchwater. Weil der Soul Sand kommt hier rechts direkt raus. Achso. Ja, okay. Wir machen dann die einfache Form auf jeden Fall. Aber ich glaube, dann kriege ich das hin. Ja, und jetzt ist wieder 100%. Ist wieder Fluid Witchwater und zack, wieder. So einfach ist das. Also du musst halt nur dieses Mycelium auf den Erdblock machen. Wie schön, dass dein Nutoka abgelenkt ist. Ja, okay, ich will Brandy nicht so lange alleine lassen. Ja, nee, alles deswegen gehe ich wieder. Vielen Dank, okay? Bei Interesse, ich habe in der Trade-Kiste auch ein bisschen Erde gepackt. Da habe ich vorhin schon geguckt, da war nichts drin. Nee, habe ich jetzt gerade reingemacht. Okay, danke, dann bin ich wieder weg, ne? Jo, ja. Tschüss. User left your channel. Ja, Ding, hat's gemacht. Darf ich jetzt nochmal? Ja, okay. Tschüss. Ich futter noch gerade. So, was habe ich denn jetzt bekommen? Alter, das sieht voll geil aus. Fiery. Feuer. Und zwei Modifier. Was kann ich denn noch anbieten? Ich weiß nicht. Also Erde ist ja schon an sich sehr wertvoll, ne? Ja, ich glaube Erde haben sie aber auch schon genug. Aber nicht in den Mengen. Ich habe 4 Stacks reingepackt. You have mastered Toki's Revenge, okay. Sehr schön. Ich schreib mal, die sollen reinpacken, was es ihnen wert ist, ja? Ja. Skill Master. Skill Level Master, jawohl, Auto Repairs drauf. Bonus gegen Untote, ja, okay. Nicht so der Burner. Na egal, mal Hayabubu machen. Da ist ja noch ein Skelett. Es schneit. Sind sie jetzt wieder mit Dings am prügeln? Wer ich? Was? Wie? Wo? Nee, draußen die, ob sie sich mit Schneebällen wieder am Bewerfen sind. Hat gerade sich so angehört, weil sie sagen, es schneit. Also mein Level ist mein Schwert ist Level Master. Ist fertig mit Level. Adept. Was zum... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Oh, da sind ja noch Monster, die schnapp ich mir. Ja, kannst du, ich bin fertig. Bevor die zu Hause sind und schlafen gehen. Wie witzig sie da hinten weghüpfen. Hüpf. Oh, ich höre einen Ender. Wo ist er denn jetzt? Der hat sich wegteleportiert. Teleportiert. Boah, das
Das Messer ist echt der Hammer. Das hat auch eine schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Mhm. Ah, blöder Creeper. Wieso? Was? Wieso sind wir blöde? Sehe ich nicht. Ah, Expert. Was geht denn noch eins höher? Wegen Master. Schnee. Ach so. Oh, was habe ich denn jetzt bekommen? Gar nichts. Enderman, komm zu Papi. Wo ist er denn? Gefunden? Ach da, ja, hier hinten. Auf dem Baum ist auch wieder voll die Party schon hier. Juhu! Perle? Weiß ich noch nicht. Hast du eine Perle bekommen? Skelett Perle? Kaputt machen. Was ist das denn? Warum ist da ein Enderkopf über unserem Lokal? Den hab ich da hingesetzt. Da ist ja noch ein Enderman. Hau sie um, hau sie um, hau sie Wo um. Wo ist denn der? Auf unserem Haus? Hau sie um, hau sie um. Oder im Keller? Ah. Ich tippe auf Keller. Ja. Was? Jetzt hat er. Er konnte sich nicht wegporteln. Jetzt hat er. Ey, der spielt gerade mit mir. Der zweite. Und wieder eine Enderperle, sehr schön. Hat eine Eisenschaufel bekommen. Sag mal, was ist mit dem Enderman los? Ist da noch einer? Ja. Okay. Oh, ich guck dich doch gar nicht an, Kollege. Muss auf die Füße gucken. Ja, ich weiß. Brauche ich noch eine Leggings. Ich hab ein Enderhead. Ja, dann hängen zu dem anderen. Hängen zu dem anderen. Versuch doch mal, deine Pickaxe damit zu modifizieren. Womit? Das mit dem geht Enderhead. Nicht mit Köpfen. Doch, doch. Das ist in die Gunak Tweaks mit drin. Echt jetzt? Ja, habe ich auf jeden Fall auf meiner privaten App, ist das so. Warte, hier hast du den Enderhead. Dann brauchst du den anderen nicht abbauen. Zack, zack. Und das soll ich jetzt auf meine Axt machen. Ja, aber musst du am Werktisch machen. Hardbuilder oder wo? Nee, am Toolstation. Ah, Toolstation, ja. Also eine Chopper-Axt kann man mit einem Zombie-Head tunen. Mhm. Geht nicht? Nee. Geht nicht. Nee. Komisch. Stand in der Beschreibung so drin. Hm. Dass man. Wäre mir jetzt aber auch komplett neu gewesen. Oh. Komm, wir gehen mal schlafen. Nee. Hast du dein Ding immer noch gelevelt? Nee. Halt drauf. Wow. Alter, was ist da los? Alter Schwede. Heftig. Ein Gehirn. Mastered. Ah, wir können übrigens wieder ein Quest abgeben. Sehr Steel schön. Powered Flight. Wir haben eine komplette Stahlrüstung. Also ich. Kratz, Alter, kratz. Deine ist noch in der Mache, ja, chill, Dickra. Ja, nee, wieso? War gar nicht böse gemeint. Aber was machst du denn hier draußen, scheiß Creeper? Fall mal von der Insel. Ich glaube, er sprengt sich in die Luft. Nö, der ist runtergefallen. Achso. Auch ey, cool. Oh, alter Schwede. Fast verhungert. Wegen Kämpfen. Ja, ich sag's ja. Bin dafür, wir machen die Mobs-Kiste hier vor den Mobs-Spawner. Ja, wow. Das ist alles Stencils der Welt. Was? Verdammt. Wie funktioniert das mit den Dingern? Was, keine was Ahnung. Macht man damit? Weiß nicht. Hast du die durch ein Reward-Bag jetzt oder was? Jo. Dann müssen die ja auch einen Sinn ergeben. Damit kann man wahrscheinlich Klöcke herstellen. Ein Luftballonblock zum Beispiel. Oh. Ein Luftballonblock. Nur ist jetzt die Frage, wie das da genau funzt. Ich guck mal gerade, ob ich das hier irgendwie hinbekomme mit Stein vielleicht. Guck mal, gerade hier draußen im Kabel. Ich pack nochmal den restlichen Scheiß hier in die Mobkiste. Lalilalila. Also die Bienen packe ich jetzt erst hier unten in die Bienenkiste, ne? Ja. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen muss, deswegen erstmal weg. Die sterben ja nicht, oder? Du fragst mich Sachen. Ja, du hast es gespielt, ich nicht. Ja, das ist schon so lange her. Honey Jump packe ich auch da rein. Honey. Weiß nicht, was ich damit machen kann. Aber normale Stencils kann ich damit keine machen. Ups. Ich mache noch eine neue Plattform, ne? Ja, mach du. Wegen dem Wald, der beginnt ja erst da hinten. Leider.
Ja, wir müssen gleich auch Abmod machen. Echt? Ja, wir sind bei 20 Minuten. Oh nein. Ich war dran, oder? Oder du? Oder ich? Oder du? Ich glaube, ich war dran, oder? Ach, oder du oder ich? Mal, ich mach mal, ich mach mal. Vielen Dank, dass Sie an unserer Tour durch den Wald, der jetzt weg ist, teilgenommen haben. Ich hoffe, Sie wurden nicht gestochen. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal bei Minecraft Skysolated mit mir, dem Kinsey und dem Lutok aufs Boot. Ich hab's wieder extra in die Länge gezogen, um ihn zu ärgern. Du warst eigentlich viel zu früh dran, aber egal. Echt? Oh Mann, scheiße. Bis dann, ciao. Reingehauen. Okay, ich brauche eine Pause. Okay.